Scheiße. Lauf, Blätze! Mein stures Pferd. Weiter so, Blätze! Bring doch! Das hat also. Ich hab noch nie ein Pferd gesehen, was ich überreden muss zum Reiten. Mal ganz ehrlich. Komm schon! Was hat das denn für ein Charakter, das Vieh? Damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass ich einfach so an ihm vorbeizische. Mensch, Blitze, lass mich mal in Ruhe. Gibt jetzt nichts zu fressen. Okay. Ich glaube, die haben wir jetzt genug ausgeraubt hier. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. In niedriger Dosis ist die bestimmt auch schmerzstillend und bereitet schöne Träume. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Na, das war ja schlau. Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Nee. Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Also den Greif töten wir ja sowieso, dann können wir ihr auch noch helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Okay. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. War er nicht. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Genau. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Mach dir mal Gedanken, warum sie da wohnt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Irgendwas mitgehen lassen hier? Ja, anscheinend nicht. Na gut. Schade. Na, da hat's ja gewaltig gefunkt bei den beiden. So. Was ist das denn hier? Guck mal, Stonehenge in Mini.
ist das architektonische Meisterleistung, würde ich sagen. Ja. Nett. Töten die drei eigentlich nicht den Greif? Was ist denn da los? Die haben auch nichts zu tun. Die schlendern da rum. Ah! Aua. Okay. Was ist denn da los? Greifen an ihr fallen und. Die hat eine Quest. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne! Na, das ist ja schrecklich. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Kommt ja mal näher. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Ja. Ja, na gut. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Ja. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. So siehst du aus. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Jo. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. So, meine Freunde. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Jo, ich hoffe, ich jinx es jetzt nicht, aber Diana ist so fertig, ey, die schläft. Haben wir richtig Glück. So. Gut, dann gucken wir doch mal, ob wir den Pfannenauftrag hier irgendwie hinbekommen. Konnten wir da noch nicht irgendwas eingeben? Okay, na gut. Okay, gut weiter. Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holz, Holz, Holz. Banner. Da hat's aber jetzt so gut. Okay. Gehört erstmal alles uns. Wir haben die Tür aufgebrochen. Ist unser. Hey, Höhle. War das ein bestimmtes Höhle? Jetzt fährt er nicht. Die Kerze brennt. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten.
Monokel mit Sprung. Nichts, nichts. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Stör mich nicht, ich arbeite hier. Meine Fresse, dass alte Leute immer so nerven müssen. So, gucken wir mal weiter hier. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, habe mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und habe umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du, unleserlich, sagte einem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragen sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Tja, da sind die Verhandlungen wohl nicht so gut ausgegangen. Würde ich sagen. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Meine Fresse. Ja. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Ja, die sieht gut aus. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Okay. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Meine Fresse, was ist denn los mit der? Die und ihre Pfanne. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Boah, ich dachte, wir würden uns küssen. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Meine Großmutter hat mir vom guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er eines Tages schon gut. Also dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu?
Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ich liebe ja? Diese Gespräche, die was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Boah, hat aber sich gut gehalten, ne? Mensch. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Na klar, ich darf wieder die ganze Arbeit machen. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. So, das heißt, wir können ja noch mal ein bisschen Alchemie machen. Gucken wir als erstes ins Glossar. Bestarium. Wir haben Hunde, Wölfe. Geister haben wir was Neues. Teufel im Brunnen. Hybriden, ein Greif. Was hilft denn dagegen? Eine Kartätsche. Hybridenöl und Art. Okay. Okay, können wir irgendwas davon herstellen? Handwerk. Alchemie. Öle. Nee. Können wir leider nichts herstellen von. Wir haben auch kein Hybridenöl. Davon können wir auch gar nichts herstellen. Okay. Da ist die Kartätsche. Salpeter. Boah. Können wir auch nichts machen. Mensch, ey. Wir können ja gar nichts. Na gut. So, aber warte mal. Wir können ja. Bevor wir das machen. Wir haben ja einen Punkt. Oder so. Zwei verfügbare Punkte. Was haben wir denn hier alles? Also, wir können Kampf skillen, wir können Zeichen skillen, Alchemie, Allgemeines und dagegen haben wir auch schon was. 50 Vitalität, ach, das klingt doch gut. 50 Vitalität, können wir mal gebrauchen. So, bevor wir jetzt Kampf skillen, würde ich, glaube ich, erstmal was Allgemeines skillen, damit wir nicht so viel, hier. Essen regeneriert 20 Minuten lang Vitalität. Dann brauchen wir nicht so viel Essen. Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht, ist natürlich auch gut. Maximale eigene Vergiftung, okay. Adrenalinpunkte. Auch Adrenalin. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest.
Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Das ist natürlich auch gut. Sonne und Stern erhöht die maximale Vitalität um 500. Boah, das ist auch nicht schlecht. Wir haben ja erstmal 2 Punkte. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal allgemein etwas zum Heilen. Nehmen wir erstmal das Essen hier. Und allgemein 500 Vitalität mehr haben ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So. Ich glaube, das hilft uns schon sehr gut. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen. Der Kaiser wird uns führen. Der Tadewegschnappen. Ja, ein Geier. Wir sind ja nicht verrückt. Ah ja, gut, wir sind ja auch schon fast 100, ne? Also. Der Kampf wird ganz tief unten. Ich hoffe, Diana ist nicht wach geworden jetzt. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Janas, kurz wach. Kurzen Moment bitte. Muss mal eine Flasche machen und so. So, sorry Leute. Meine Tochter ist leider krank. Und hat sich gerade komplett voll gekotzt. Ich würde jetzt den Stream an dieser Stelle mal beenden. Und wir machen dann genau an der Stelle weiter, ne? Tut mir ganz doll leid, aber ja, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen kümmern. Ich brauch noch einen Moment. Ach, erst schleifst du mich aus der Taverne und dann? Gut, genau. Aber beeil dich. So, wir speichern hier. Und ja. Wie gesagt, machen genau an der Stelle weiter, ne? Ja, tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Das war die erste Session von vielen bei The Witcher. Und wir werden die Welt auf jeden Fall noch weiter erkunden, viele Monster töten, viele Missionen machen. Und wir sehen uns wieder. Gehabt euch wohl und bleibt gesund.